Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Ach, Code Veronica sag ich ja, Resident Evil Zero meine ich. Und genau, liebe Leute, ja, ich habe es jetzt seit 10 Tagen nicht mehr gespielt. Und, ach mein Gott, ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Wir waren ja letztes Mal, glaube ich, hier und haben, glaube ich, die nackten Zombies hier platt gemacht beim letzten Mal, ne? Und, ich würde dann mal vorschlagen, ich schaue mir erstmal das Inventar an, weil wie gesagt, wir waren jetzt in der Zwischenzeit im Urlaub gewesen, in Süddeutschland. Und ich habe es jetzt seit ungelogen 10 Tagen oder so kein Resident Evil Zero mehr gespielt. Und ich muss ja erstmal gucken, wie unsere Inventarspeicherplätze aussehen. Wir haben 3 freie Slots. Und Rebecca hat die Magnum und der Granatwerfer liegt noch irgendwo rum, ne? Glaube ich. Ich glaube, wenn wir die Karte angucken. Oh Gott, wir haben ja hier noch einen ganzen Bereich. Das Aufbereitungswerk hier. Ja, da oben, ne? Da oben liegt der Granatwerfer samt Magnum-Munition. Napalmgranaten. Und, genau, wir wollten uns jetzt beim letzten Mal Let's split up. Roger. hier diesen Raum angucken. Genau. Und ich würde zwar vorschlagen, machen wir einfach hier mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Spiel noch ist. Es kann sein, dass wir kurz vor dem Finale stehen. Genau, liebe Freunde. Und hier drin hatten wir jetzt die nackten Zombies platt gemacht. Ganz genau so, dass wir hier ja dann jetzt weiter gucken können. In dieser Tür, was steht da? For broken. Gefahr. Beim Bedienen der Geräte bitte stets Schutzkleidung tragen. For broken. Was steht da? Meter? Meter, ja. Call. So und so. Okay. Erstmal unwichtig. Ja, ich nehme es nach wie vor als sonntagsabends auf. Oh, ach du Scheiße! Alter! Alles klar. Geht direkt heftig los hier. Bist du schon im gelben? Nein, okay. Da kommen direkt 2 Hunter angeschissen. Sehr nett. Wirklich sehr nett vom Spiel. Muss ich ja sagen. So, ich hoffe, dass ich die beide treffe jetzt. Ne? So, Hunter und schieß direkt. Schieß direkt. Und, oh, okay. Das ist die eklig, ey. Beide tot. Und wir sind immer noch grün, ey. Sehr gut. Dann ausrüsten. Um Gottes Willen. Diese ekelhaften Hunter, ne? Ich sage euch, ey. Ja, wie ich vorhin gesagt hatte, wir nehmen es nach wie vor sonntagsabends auf. Morgen muss ich wieder arbeiten nach 3 Wochen Urlaub. Ja, das ist schade. Aber ja, muss ja irgendwann mal auch mal wieder sein, ne? Und ja, bin voll entspannt. Oh. Und ein schöner Speicherraum. Und tatsächlich, hier ist auch nochmal die Sache, die Items werden, bevor man sie nimmt, nicht auf der Karte angezeigt. Ah, oh, ein schöner Speicherraum. Ah, oh, danke schön. Pistolenmuni. 2 Vollheilungen. Ach, geil. Dankeschön für diesen netten, netten Speicherraum, liebes Spiel. Vertrocknetes Obst liegt auf dem Tisch herum. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Wartet mal, habe ich mein Mikrofon an? Ja, habe ich. Das wäre übel. Ach, danke schön. Erste Hilfe Spray. Das hier ist für Rebecca. Kommen die auf das Bett vielleicht hoch? Mehrere Stellen sind blutverschmiert. Purification Room. Ich hol mal lieber Rebecca hier rein. Der guckt sich schon seit längerem die Radieschen von unten an. Ja, so kann man den Zombie auch nennen. Der guckt sich schon seit längerem die Radieschen von unten an. Ah, ein Speicherraum, Freunde. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ich hole Rebecca mal nach. So, die kann bitte auch diesen Greifhaken hier mitnehmen, weil ich weiß nicht, wofür wir den nochmal brauchen. Deshalb, ja. Nehme ich den erstmal da mit.
So, und dann müssten wir theoretisch auch nochmal hochrennen, den Granatenwerfer runterholen samt Munition. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Das ist ein bisschen viel Laufarbeit, finde ich gerade. Aber, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie groß dieses Aufbereitungswerk jetzt noch ist. Ne? Ich weiß es ja nicht. Och, und es ist schon wieder so heiß draußen. Über 30 Grad. Normalerweise kann ich nicht aufnehmen bei so Temperaturen, aber ich habe mir jetzt einen Ventilator hier nebengestellt. So dass das doch noch einigermaßen geht. So, die Farbbänder können bitte auch weg. Billy, hast du auch eine Farbbänder? Nein, aber Billy ist voll. Alles klar. Let's go! So, genau. Und dann kannst du bitte der Rebecca. Jawohl. Billy ist jetzt voll, ne? Die Shotgun hier lassen oder Rebecca geben. Die Munition. Gib's immer Rebecca. Obwohl sie damit nichts anfangen kann, aber damit wir erstmal Itemplatz haben. Und Rebecca, du nimmst jetzt bitte die beiden Kräuter mit. Wo sind sie, die Kräuter? Da hinten sind die Kräuter. Und da liegt noch ein Dokument auf dem Bett. Ja, das gucken wir uns an. Oh, das Kraut. Ja, also man sieht so, man übersieht leicht so Sachen hier. Habe ich auch schon gemerkt in dem ein oder anderen Video, dass die eine oder andere Karte oder hier so ein Dokument übersehen haben. Das soll natürlich nicht sein. Rebecca liest das Dokument. Na, da, so. Info zur Batteriesäure. Aha, Batteriesäure. Diese Flüssigkeit ist eine verdünnte Lösung aus Wasser und Schwefelsäure. Beide müssen von hoher Reinheit sein. Ach, das ist so schon beruhigend gerade. Im aufgeladenen Zustand muss die Batteriesäure eine Schwere von 1,280 plus minus 0,010 bei 20 Grad Celsius haben. Was auch immer. Reinheit der Batteriesäure. Achten Sie darauf, dass die verdünnte Schwefelsäure rein genug ist. Das klingt nach einem Rätsel, tatsächlich, um eine Batteriesäure zu machen, die wir dann wahrscheinlich in eine Batterie einsetzen, um den Kabelstapler oben beim Granatwerfer zu bedienen. Mehrere Stellen sind blutverschmiert. Ja, meine Güte, ganz schön komplex hier das Ganze. Die Pflanze sieht schön aus. Oh, guckt mal da an der Wand. Was haben wir denn da, Feines? Leicht bekleidetes... Eine leicht bekleidete Frau. Vertrocknetes Obst liegt auf dem Tisch herum. Es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Du magst also kein Obst, Rebecca? I'll go. Okay. Gut. Gib mir aber bitte Billy. Weil ich möchte bitte dich erstmal, Rebecca, hier im Safe-Raum lassen und Billy bald vorschicken. So, ich mache es jetzt erstmal ohne zu speichern. Weil, ja, keine Ahnung. Wenn irgendwas kommt, renne ich sofort raus. Da ist was. Da ist schon was. Aber was? Oder? Ah, da liegen Egel auf dem Boden, Igitt. Wie eklig. Einfach nur ein Durchgang. Okay. Da liegen noch mehr Egel auf dem Boden. Aber die kann man schön hier zertrampeln. Sehr cool. So, zack, 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 zack hier. So, gibt's hier sonst gar nichts? Ein fauler Geruch hängt in der Luft. Anscheinend wurde das Luftfiltersystem abgeschaltet. Kann man hier rein? Die Kanalisation fließt über. Oh. Ja, stimmt. Gibt's hier oben noch irgendwas, was wir hier machen können? Ein fauler Geruch hängt... Nee, okay. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir einfach weiter. ach, jetzt Kamera, Mann. So, hier rein, los. Meine Güte, diese Steuerung. So. Was gibt's hier? Ich höre hier was. Es ist wieder ein einfacher Gang, ne? Aber irgendwie...
Diese Geräusche gefallen mir gar nicht hier. Nicht, dass das hier so ein Igel-Zombie ankommt, ey. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ach, ich bin schon so verschreckt wieder. Zombies, okay. Da ist irgendwas Gas hier. Ah, wieder nackte Zombies. Dem haben wir den Kopf abgeballert. Sehr schön, der ist tot. Der ist nicht tot, was? Ich dachte, ich hätte den Kopf abgeballert, Kollege. Da kommt schon der nächste. So, Billy, musst du nachladen vielleicht? Lad mal lieber so nach, bevor wir da wieder in Nöte kommen hier. Die leben natürlich noch, ne? Die Nackten hier, ja, ja. Ich hab euch lieb. Wie ihr in jedem Resident Evil Teil einfach vorkommt. So, das war's mit denen. Die waren leichter Platz machen. Muss ich sagen. Und was haben wir denn hier? Hier strömt Gas in diesen Raum. Das Bedienfeld für die Gondel. Die Systemplatine fehlt. Ohne die Systemplatine empfängt die Gondel keinen Strom. Es gibt noch eine Gondel. Okay. Gondelterminal. What? Alles klar. Aber da liegt Shotgun-Bunny in der Ecke. Ach, danke schön. Die hat jetzt natürlich Rebecca, ne? Und ein Dokument oder was das ist hier. Wartet mal. Da liegt doch was. Hallo. Hier liegt doch was. Hä? Bin ich jetzt total bescheuert? Da liegt doch was auf Boden. Erzählt mir doch nichts. So, jetzt. Diesmal habe ich es gesehen. Tagebuch des Werksleiters. 10.05. Verdammt, warum wird normaler Industriemüll hierher gebracht? Diese Anlage gehört der Umbrella Corporation. So viel Müll können wir nicht verarbeiten. Noch dazu schicken sie uns Giftmüll, den wir nicht entsorgen können. Was sollen wir damit machen? 24.07. Die wollen scheinbar das Werk schließen. Kein Wunder nach dem, was hier lief. Es war nötig, aber ziemlich plötzlich. Bislang war es ihnen auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Mir ist egal, was sie tun. Du bist scheinbar nicht hier rausgekommen. Du hast noch ein paar Freunde gefunden. Und habt euch ausgezogen. Ja, sehr nett. Okay, hier strömt Gas raus irgendwie. Das ist beunruhigend. Deswegen fahren wir jetzt einfach direkt mit dem Fahrstuhl da runter. So mutig, wie wir sind, ey. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Wieder ein neuer Bereich hier. Boah. Schaut euch das mal an. Voll der komplett neue Bereich hier, Aufbereitungswerk. Sieht aus wie eine Spritzdüse für Chemikalien. Der Rand ist total schmutzverkrustet. Ein kleiner Generator, scheint total kaputt zu sein. Ja, sieht sehr industriell hier aus, ne? Die Tür ist offen. Aber es gibt hier zwei Wege. Und da strömt Wasser rein. Kann da irgendwas machen? Oh, was? Oh nein, jetzt bitte kein... Oh, scheiße. Och nein, Leute. Ich habe nicht gespeichert. Und ich habe nichts dabei für dich. Oh Mann. Scheiße. Wo kommt der denn jetzt her? Och nein. Billy, lauf bitte weg. Wobei, der ist ziemlich langsam. Der ist ziemlich langsam, der Typ. Okay, dem kann man einfach ausweichen. Nein, hier ist eine... Ach, scheiße, verdammt. Kommst du jetzt? Okay, lauf an ihm vorbei. Lauf vorbei. Oh, Gott sei Dank, ey. Da, und draufschießen da. Puh, ey. Ah, oh, ist der Mr. T aus dem ersten Teil wieder hier am Start. Oh mein Gott. Ich habe nicht so viel Munition für dich, Kollege. Ich hoffe, dass der bald umkippt. Oh Gottes Willen. Was? Oi. Steh auf, Billy. Okay. Noch bist du grün, oder was? Oh Gott. Du hältst ganz schön viel aus, muss ich sagen.
Billy hält sehr viel aus, ja. Ach du Scheiße, warum kommt jetzt hier dieser T-Typ, ey? Der muss, das muss doch nicht sein, Freunde. Habe ich noch Schuss? Einen habe ich noch, ja toll. Oh Scheiße. Ja toll, jetzt muss ich mit der Pistole drauf schießen, in der Hoffnung, dass wir den hinkriegen. Alter, wow. Oh, du bist doch verrückt, Kollege. Ich habe nicht genug Uni für dich. Oh, gelb, okay. Gelb bist du. Oh Gott. Alter, wow. Er lebt natürlich noch, ne? Ist klar. Scheiße, ich habe keinen Granatenwerfer, keinen... Ach, Mann. Ah, lad doch nicht nach! Wow! Shit, ja, irgendwann musst du halt mal nachladen, ne? Warnung. Nimm das Heilspray, komm. Und lauf dran vorbei! Och, Billy, was machst du denn? Lauf doch an dem Typen vorbei! Lauf dran vorbei jetzt! So, okay, danke. Boah, ey. Aua, nein. Och, Mann, warum muss der denn jetzt hier auftauchen? Keine Chance. Oh, das kann's doch nicht wahr sein. Ha! Nee. Am Ende des Wahnsinns. Wir haben ihn gelegt, oh mein Gott. Boah, schaut euch dieses eklige Ding an. Ey, geil, aber wir haben den nur mit Pistole und Shotgun geschafft und wir sind gesund. Oh, wie geil. Ach, ja, der war relativ easy, muss ich sagen. Ich habe mich nur das ein oder andere Mal ziemlich blöd angestellt. Ja, Freunde, das war wieder Mr. T hier aus dem ersten Teil. Haben eine Heilung verbraucht. Aber wir haben es überlebt, hey, und das, ja, ziemlich souverän. Finde ich, und weil wir halt noch grün sind, ne? Deshalb. So, was haben wir denn hier? Da ist nichts, aber hier ist doch irgendein Knopf. Da ist ein Knopf. Drücken? Ja. Drückbar. Ah, okay. Eine Leiter. Leiter hoch. Ja, ich gehe einfach mal hoch. Ich würde das am liebsten speichern eigentlich, ne? Wenn da jetzt was Böses ist, gehe ich direkt wieder runter. Eine böse Musik, aber wartet mal. Rebecca, speicher das mal bitte. Du hast doch wohl Farbbänder hier liegen, oder? Ach, danke, ja. Rebecca, bitte speichern, so schnell wie möglich hier. Ah, wieder in diesem schönen Safe-Raum hier, ey. Ah, ja, und ich muss die Granatenmuni noch aufnehmen. Ein Fotorahmen, in der Ecke steht etwas geschrieben. Komm bald wieder nach Hause, Daddy. Ich befürchte, der Vater, der hat es nicht geschafft. Bitte einmal speichern. Gut, dass wir hier Rebecca einfach am Speicherpunkt haben. Und danach geht's dann mit Billy weiter. Da oben war schon wieder was Interessantes. So, zack, 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 zack. Rebecca 29 Quartiere. So, dann die Farbbinde wieder ablegen. Die Shotgun könnte jetzt Billy gut gebrauchen, ne? Aber ist okay. Also die Muni meine ich. Napalmgranaten. Die können auch weg. Ablegen. Und dann geht's weiter mit Billy und mit der Action. So. Alles klar. So. Ach Gott, diese Musik hier erinnert mich voll an den ersten Teil irgendwie. Als da bei dem Bilderrätsel, als wir da das gelöst hatten. So, was haben wir denn hier liegen? Ah, eine Systemplatine. Die brauchen wir für das Gondelding. Der Trennschalter wurde zerstört. Der Strom scheint von einem Reserveaggregat zu kommen. Oh Gott. Jetzt macht mir doch nicht so eine Angst hier, Freunde. Was ist das hier alles? Das Rohr ist an mehreren Stellen defekt.
Sieht allerdings nicht nach Rost aus. Sonst gibt es hier nichts. Hm, okay, aber wir haben die Systemplatine. Ich glaube, da können wir da unten was mitmachen. Ja, wobei, es gibt ja eigentlich noch eine Tür, ne, die wir noch erkunden können. Auf diesem Stockwerk. So, jetzt sind wir wieder in dem Bereich mit Mr. T, den wir ja sehr gut platt gemacht haben, finde ich. So, war das jetzt genau hier raus, ne, oder? War das hier raus? Ne, hier geht's weiter. Hier nach draußen geht's weiter, aber wir haben doch erstmal die Systemplatine. Die würde ich gerne erstmal einsetzen. Bevor wir hier noch weiter das Gebiet erkunden. Ich möchte sehen, was da passiert. So, hier ist ja dieser Gasraum. Da, oder? Da war das doch, ne? Hier. Genau, die Systemplatine fehlt. Gut, dann bilde ich jetzt die mal ein. Ich guck mir das mal an. In der Platine stecken verschiedene Mikrochips. Sie müssen in einen Computer gesteckt werden. Jo. Coole Platine. Sieht fast aus wie eine Festplatte, wie eine alte. So, dann pack das mal da rein. Die Gondel erhält wieder Strom. Ah, das ist nur so eine Gondel. Okay, ich verstehe. Kleine Personengondel. Alles klar. Ja, was haben wir da? Eine kleine Gondel. Rebecca würde sicher ideal passen. Okay, also wir verschicken jetzt Rebecca mit dem Teil, oder was? Höchst interessant, Freunde. Echt höchst interessant. Naja, gut. Dann holen wir sie gleich. Aber ich würde gerne erstmal nochmal diesen Gang da erkunden. Na, da geht's ja nochmal weiter. Genau hier, diese Tür. Da können wir ja noch rein. Und ja, liebe Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, dieses Resident Evil Zero Projekt. Mir macht es wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Wasser. Wir sind irgendwo draußen. Okay, draußen an der Fabrik, beziehungsweise an der Aufbereitungsanlage. Und wir haben zwei grüne Kräuter. Haben noch genau den richtigen Platz dafür. Sehr gut. Können wir sehr gut gebrauchen. Danke, liebes Spiel. Und können wir hier runter oder was ist hier los? Können wir hier rein? Durch das rauschende Wasser hindurch sehen Sie eine Art Gang. Nein. Das heißt, hier ist erstmal Dead End. Okay. Aber wir haben zwei Kräuter gefunden. Das ist auch viel wert. Muss man sagen. Hier in diesem Spiel sind Kräuter eigentlich wie Gold zu sehen. Kräuter und Magnum-Munition. Aber gut, ich würde vorschlagen, dann holen wir jetzt erstmal Rebecca. So. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob die Molotow-Cocktails nochmal braucht. Ich werde die mal ablegen. Dann die Pistolenmuni ausrüsten. So, und dann... So, wo war das jetzt? Ah, andersrum. Andersrum. Ich müsste eigentlich nochmal hoch zum Gabelstapler und dann da den Granatwerfer uns zu holen, ne? Aber ich glaube, da kommen wir eh nochmal hin. Dann liegen die Items quasi auf dem Weg. Von daher können wir das erstmal da lassen. Ich glaube, wir kommen jetzt mal ohne die Granatenwerfer klar. Ach, da liegen Igel wieder rum. Zack, 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 zack. Was die Igel hier wachen, ey, das ist echt krass. Aber okay, das heißt, wir sind jetzt wieder hier, können hier einfach durchlaufen. Obwohl hier so unberuhigende Geräusche sind. Und ja, gucken wir mal hier, wie es hier weitergeht. So, genau. Hier muss Rebecca gleich einsteigen. Und Billy... Du kommst bitte wieder nach oben. Genau, nach oben. Warte, das war doch hier, oder? Oder bin ich jetzt total blind? Das war doch hier. Das müsste hier gewesen sein. Weil einen anderen Weg gibt's nicht.
Ganz genau. So, wunderbar. Hallo Rebecca. Gut, da sind wir wieder zusammen. Ich guck mal gerade, wie das Inventar technisch aussieht. Das auf jeden Fall austauschen mit der Shotgun. Das hier austauschen mit der Heilung. Da müssen wir noch einmal kurz zu Rebecca wechseln und... Ja, obwohl... ich lasse es mal so. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier keine... dass wir bald rote Kräuter finden. So. Das heißt, dann kannst du das hier bitte wieder nachladen. Dann hast du wieder einen Platz frei, Billy. Und Rebecca steigt jetzt da ein. So, da bin ich mal gespannt. Eine kleine Gondel. Rebecca würde mir sicher hineinpassen. In die Gondel steigen? Jawohl. Steig ein, Rebecca. So. Wo geht's denn hin? Wo geht's denn hin, ne? Wahrscheinlich in einen Raum voller Zombies. Oder Hunter oder was da kommt. Nein, hier ist nichts. Hier ist einfach gar nichts, okay. Ach, guckt mal. Jetzt sind wir in dem Bereich. Ah ja, in irgendeinem Kontrollraum. Es passiert nichts. Scheint kaputt zu sein. Was ist das? Da ist ein Hebel für die Schleuse. Ah, das heißt, wir können das Wasser draußen ausmachen, oder wie? Kriegst du das hin? Boah, scheint schwer zu sein. Aber ja, das Wasser. Ah, wir haben da den Weg frei gemacht. Sehr schön. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Irgendein Item, was ich noch übersehen könnte. Ich hoffe, das Hemd einer Arbeitsuniform. Taschen sind leider leer. Ah, Granaten. Sehr schön. Die können wir immer gebrauchen. Säuregranaten. Und sonst könnten wir da runter oder was? Können wir hier runter? Die Treppe ist hin. Sie müssen einen anderen Weg nach unten. Okay. Alles klar. Das heißt, das war's schon hier oder was? Das ging ja schnell. Da ist nur ein Haufen Müll. Hier gibt es nichts Interessantes. Ja Mensch, wie habt ihr denn hier eure Müll gelagert? Das ist ja wirklich... Das brauchen sie nicht mehr. Das habe ich noch nie gebraucht, aber okay. Dann in die Tür hier rein. Ich meine, falls was Großes kommt, haben wir die Magnum. Das passt schon. Alter, oh nein! Okay, vorbeilaufen. Einfach vorbeilaufen. Die Dinger hasse ich ja, ne? Wie die Pest. Und genau dafür bräuchte ich eigentlich den Granatwerfer. Ja, toll. Dafür würde ich jetzt unmöglich meine Magnum verschwenden. So, das heißt, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Könnten da die Tür öffnen. Und dann da oben rein. Ja, wartet mal. Ich gehe nochmal hoch und renne dann die Dingern einfach vorbei. Ich hasse diese Käfer. Wirklich. Oder kann ich den wieder irgendwie in die Ecke locken? Geht das? Na, guckt mal. Guckt mal. Ich kann mich hier in der Ecke verstecken. Das ist natürlich geil. Guckt mal. Ich kann mich hier in der Ecke verstecken. Der eine ist kaputt. Der braucht 10 Schuss. Ja, wunderbar. Haben wir jetzt noch 5 Schuss? Haha, so kann man die natürlich auch platt machen, ne? Sonst ist ja auch keiner mehr. Sehr schön. Okay. Die Kapsel enthält Larven irgendeines Wesens. So etwas haben sie noch nie gesehen. Ja, ich will gar nicht wissen, was das ist hier. Ah, da liegen noch mehr Säuregranaten. Wir werden hier wieder auf irgendwas vorbereitet. Ich hätte jetzt gerne einen Granatenwerfer, ne? Auf dem Monitor ist ein mysteriöses Diagramm zu sehen. Was ist das? Industriewasser mitnehmen. Auf dem Monitor ist das Bild einer Kapsel zu sehen. Wieder 90er-Technik. Sie haben keine Ahnung, was für Experimente hier durchgeführt wurden. Ja, das will ich auch gar nicht wissen. Was ist das denn?
Was ist das denn da? Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ins Mischset. Ins Mischset geben? Sie haben die blaue Chemikalie ins Mischset gegeben. Okay, müssen wir uns jetzt diese Säure mischen oder was? Kombiniere? Nö. Verwenden? Nö. Was ist damit? Industriewasser. Untersuchen. Aufbereitetes Wasser. Unreinheiten wurden entfernt. Ich weiß nicht, das sieht trotzdem irgendwie ein bisschen eklig aus. Aber gut, liebe Freunde. Ich würde einfach mal vorschlagen, wie es hier weitergeht, sind wir dann beim nächsten Mal. Wir sind leider am Folgenende angekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Lasst jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.